1,200 attendees, two stages, 40 speakers, and more than 160 experts from all around the world. Now this is Hinterland of Things. Ich glaube, der Impact für Bielefeld ist wirklich größer, als man das denkt. Denn die lokalen Medien berichten darüber. Wir haben über 1000 Leute, 1500 Leute, die hier sind. Und die tragen ja diese DNA weiter. Die sagen, hey, weißt du was, das kommt. So sieht es aus. Die werden offener. Das heißt, so ein Event hat eine deutlich größere Strahlkraft. Man spürt hier eine richtige Lust, eine Lust aufs Gründen und auch eine Lust an der Digitalisierung positiv zu partizipieren. Also die Angst ist weniger ausgeprägt als anderorts. Es ist ganz wichtig, dass man die Startup-Szene nicht als Startups und den Mittelstand als Mittelständler sieht, sondern erst wenn die beiden zusammenkommen, entsteht wirklich Zukunft für Deutschland. Und deswegen ist die Hinterland besonders, denn hier kommen beide Welten zusammen, hier geht man aufeinander zu, hier beäugt man sich nicht, hier misstraut man sich nicht und das ist aus meiner Sicht eine ganz tolle Mischung. Digitalisierung ist eben kein IT-Phänomen, keine Prozessoptimierung, sondern ist die Eröffnung von völlig neuen Geschäftsfeldern. Die kann man sich erschließen oder man kann sie verschlafen. So, und deswegen ist so eine Konferenz wichtig, weil hier sind die jungen Leute, wenn ich mir da die richtigen hole, die dafür sorgen, dass ich es nicht verschlafe. Der Wohlstand, der in Deutschland da ist, der kommt halt größtenteils aus erfolgreichen Firmen aus der Vergangenheit. Dass das Geld eigentlich da ist und man es aber nicht anzapfen kann, ist eigentlich schade, ehrlich gesagt. Und das gilt zu ändern. Die Menschen, diese Lautstärke, diese Euphorie, dieser Mut, dieses Startup-Feeling, diese etablierten Unternehmen, die dann zusammenkommen und sagen, hey, wir haben es verstanden, okay, lasst uns mal austauschen. Genau diesen Spirit erlebe ich auch heute wieder. Und das ist geil. Nicht verpassen, weil hier sehr viele gute Gründer sind und ich als Investorin natürlich immer auf der Suche bin nach den nächsten deutschen Unicorns. Ja, ist eine gute Mischung aus wirklich gestandenen Unternehmern, aber auch so den jungen, typischen agilen Startups. Und kein Blendertum, ne? Es ist sehr, sehr ehrlich und das ist das, was mir auffällt, dass es wenig Show gibt und wahnsinnig viel Substanz. Von daher glaube ich, ist das eine Marriage made in heaven. Wenn jetzt die jungen Schnellboote ankommen, hier in Bielefeld landen, sich einklinken und hier gemeinsam aus der tollen Basis, die da ist, etwas viel Größeres schaffen, was letztendlich dann auch nicht nur Hidden Champions sind, sondern wirklich sichtbare Leuchttürme hier in Europa, dann ist die Internet of Things die Plattform, die das möglich macht. Hier passiert etwas, was sonst ganz selten ist. Also das ist nämlich wirklich die jungen digitalen Unternehmer zusammengebracht werden mit den großen Unternehmen. Das ist eine fantastische Idee, aber hier ist es nicht nur eine Idee geblieben, hier wird es umgesetzt.